Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Heute bin ich für euch in der Max-Vorstadt in der nagelneuen Bar Restaurant Coppa. Und ich hoffe, dass der Moritz, der Inhaber, gleich Zeit hat, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und ich teste natürlich auch, was es Leckeres zum Essen gibt. Hier in der Folge, also bleibt dran. Neben mir habe ich jetzt Moritz, den Inhaber. Wir sind jetzt heute bei der Eröffnung, nicht ganz, schon 2 Wochen, glaube ich, bei deiner zweiten Bar, gell? Ja, also zweite Bar ist eigentlich mein drittes Gastro-Konzept schon. Ich habe in Frankfurt schon Gastronomie gemacht und habe jetzt hier vor 2 Jahren in der Elisabethstraße meinen ersten Laden gemacht, auch Bar, Restaurant, und bin jetzt hier bei der Nummer 3 angekommen. Wie kommst du von Frankfurt nach München? Der Liebe wegen. Erzähl uns doch mal was zu deinem neuen Projekt hier. Wir versuchen hier eine Mischung aus Bar und Restaurant zu machen. Auf einem, wie ich finde, sehr hohen Niveau. Also unser Anspruch ist, glaube ich, sowohl an Getränke als auch an Essen, wirklich schöne Küche, gute Drinks zu servieren. Und auch beim Essen gehen wir jetzt nicht auf Masse, sondern versuchen halt irgendwie mit wenigen Gerichten zu überzeugen. Alles handgemacht, alles hausgemacht, auch an der Bar. Was für Gäste erwartest du in Zukunft? Schwierige Frage. Ich glaube, jeder Gast, der zu schätzen weiß, wie viel Arbeit und Anspruch in dem, was wir servieren, steckt. Ich glaube, wenn ich hier drin bin, erinnert mich es sehr stark an die ganze Urban Art Sache. Wie kam es dazu, dass du diese Street Art Geschichte deiner Inneneinrichtung irgendwie gegeben hast auch? Also wir haben relativ schnell einen Kontakt zu einem, in meiner Meinung, super Street Art, auch bekannten Street Art Künstler gefunden, Stohead, der auch das Muka jetzt zum Beispiel in München gemacht hat, was ein sehr schöner Zufall war. Und quasi, was Art angeht, den kompletten Laden für uns gemacht hat. Schöne Mischung irgendwie aus einem Street-Art-Style, der aber in jedem Teil für sich sehr abstrakt wirkt. Also man kann, egal was, und es sind eigentlich immer Schriftzüge, nie im ersten sofort erkennen, um was es sich handelt. Irgendwo ist immer der Name Copper zumindest drin versteckt, kann ja jeder sich selber ein Bild drüber machen. Du hast mir gesagt, ich muss gleich noch ein Gericht probieren, weil es gab also eben zum Fleisch. Für euch zum Verständnis, gab es so ein Flying Buffet, und dann habe ich ja geschwärmt, dass ich so ganz lecker Fleisch eben esse. Wie ihr wisst, habt ihr das sicherlich schon mitbekommen. Und dann hast du gesagt, ich muss unbedingt ein Gericht probieren. Und welches ist es? Das sind geschmorte Beef Ribs. Also im Prinzip ist es die Rib vom Rind, die geschmort wird, leicht japanisch-asiatischen Touch hat. Dazu gibt es einen Selleriestampf und eine Urkarotte. Das klingt lecker, und ich würde sagen, ich probiere das mal für euch. Ich hatte gerade eben die Beef Ribs, ihr müsst die auf jeden Fall probieren. Hammerlecker, und das Schöne ist es, butterweich, schön zart, richtig lecker. Es ist ein absoluter Geheimtipp, es ist noch gar kein Schild hier an der Wand, aber Theresienstraße 1, leicht zu finden. Und schaut vorbei, lasst es euch hier einfach gut gehen mit den ganz coolen Drinks und leckeren Essen. Und hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen hoch da. Und noch viel, viel wichtiger, hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Also haut in die Tasten, abonniert uns. Und wenn ihr auf die Klingel neben dem Abonnieren klickt, dann bekommt ihr auch eine Mitteilung, dass ihr das neue Video von mir sehen wollt. Und hier seht ihr ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt drauf und schaut es euch an, denn wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.